Wieder Gewitter. Glaubt ihr nicht? Hast du Wegwerfen ausgewählt? Ernsthaft? Nee. Bist doof. Warum denn? Warum denn? Ja, warum denn wohl? Da eingeschlagen? War nicht in die Kisten. Oh doch. Das ist Pilz. Pilz. Ist drunter. Hier, Holzschild haben wir den schon. Stimmt. Gewitter ist vorbei. Oh, cool. Mittlerweile haben wir wieder schöne viele Einhandwaffen. Ja. Warum? Nehmen wir die da, ne? Zum Beispiel. Hat gelohnt. Ja. Wer bist du denn? Die Wasserfälle in den Floriasee strömen, sind eine wahre Pracht, oder? Oberhalb des großen Wasserfalls ist irgendwas Seltsames zu sehen. Es ist allerdings schon etwas kleiner geworden und leuchtet auch nicht mehr so stark. Okay. Okay. Das ist nur Opa, ne? Mhm. Sag mal, hast du vielleicht eine Karte, Kumpel? Klar. Sind auf deiner Karte auch die Zwillingsberge im Norden drauf? Na logo. Vor langer Zeit war das wohl mal ein einzelner Berg. Der Legende nach hat der Drachengott ihn einst gespalten, um einen Durchgang zu schaffen. Und manch einer will in letzter Zeit auf der Wasseroberfläche hier am Floriasee einen riesigen Schatten gesehen haben. Aber wie viel davon ist wohl tatsächlich wahr? Nichts. Absolut nichts. Die pennen alle. Das ist doof. Wirf mal eine Bombe rein. Selbst dann pennen sie noch. Nein. Dann nehme ich einfach mal die Aufgabe vorweg. Die der eine uns gibt. Sollst du da runterspringen? Nee, da ist eine Axt drauf und die zieht immer Blitze auf sich und... Das finden die doof. Gucken, wie ich da am besten hochkomme. Mit der Kletterausrüstung. Na, ist eine gute Idee. Manchmal hast du so noch Momente, ne? Ja. Kann er. Oh, durchgeklettert. Hast du das gesehen? Ja. Fantastisch, diese Ausrüstung. Diese stahlharten, widerstandsfähigen Federn bist du einfach durch. Ja. Einfach spektakulär. Da war gar kein Speck. Das habe ich auch nicht gesagt. Doch. So. Ja, das ist eine gute Idee. Merkwürdig. Es ging, ich habe nur nicht getroffen. Ich meine, merkwürdig, dass sogar der Stiel magnetisch ist. Der Holzstiel. Unten hat er noch so ein Bart gehabt. Ich glaube, das ist ein Grog. Vielleicht kriege ich das mit der Bombe hin. Sonst muss ich Feuerpfeil da hochschießen. Okay, vielleicht auch nicht mit der Bombe. Und musst du nur einfach runterfallen lassen. Perfekt. Wie kein Feuer. Aber eine Fackel, toll. Wir haben gar nichts Feuriges dabei. Das ist ja doof. Die muss ich wohl mal so einen kostbaren Feuerstein nehmen. Ja, bei der, aber du. Davon haben wir doch so wenig. Eben, sage ich ja. Habe ich es in die Schale geworfen? Nee. Ja, immerhin. Das geht natürlich auch. Ich wollte zwar nicht die Fackel entzünden. Aber jetzt ist wahrscheinlich die... Ne, habe ich Glück gehabt. Ich dachte, das geht jetzt aus.
warten wir mal bis Mittag. Dann sind die alle wach. Ja. Hoffentlich ist die Axt jetzt nicht wieder oben. Dürfte sie eigentlich nicht. So, nur krabbeln wir nochmal hoch. Terry Berry brauchen wir nicht, ne? Weiß ich nicht. Weiß ja nicht, was der hier hat. Den haben wir gelabert. Ne, die hat eine Aufgabe für uns. Ha! Ach, dieser Stall wurde schon so oft vom Blitz getroffen, dass ich mich schon fürchte, wenn es abends wieder regnet. Es heißt doch, dass ein Blitz nie zweimal an derselben Stelle einschlägt. Warum also immer wieder hier? Sag mal, könntest du der Sache vielleicht auf den Grund gehen? Habe ich ja schon gemacht. Wirklich? Das machst du? Ich bin so froh. Du hast herausgefunden, was die Blitze angezogen hat? Jo. Ach so, deswegen haben die Blitze hier eingeschlagen. Ich frage mich nur, wo sie herkamen. Hat sie jemand von oben geworfen? Sehr seltsam. Danke, dass du der Sache auf den Grund gegangen bist. Hier, nimm das zum Dank. Yay! Cool. Die nehmen wir mit. Jetzt kann ich endlich in Frieden leben. Ich hätte gedacht, man kriegt alle Teile der Isolierrüstung in Schrein. Ja, das hatte ich auch gedacht, aber naja. Sag ich nicht nein, ne? Warum nicht? Sag mal nein. Wieso? Ich will ja nicht nein sagen. Ja, schön. Ärgerlich, ich habe gedacht, mit der Zwickmühle, wenn du es gar nicht sagen willst, sagst du automatisch nein. Ach so, du meinst das auch. Ja. Ja. Oh. Warum auch immer? Wer da hat er? Tatsächlich. Ja. Nehmen wir doch nochmal eine Schuppe mit. Habe ich getroffen? Ja. Da hinten. Gut. Treibt mich aber ganz schön hoch, der Drache. Faszinierend. Faszinierend. Schwimm nicht weg. Du schönes Teil. Da haben wir schon drei. Ja. Sehr cool. So. Wie? Jetzt ist natürlich... Hier waren wir noch nicht, ne? Doch, doch, da gab es so viele Rubine, stimmt. Da waren wir. Hier waren wir noch nicht. Ja. Ja, dann würde ich sagen, vom Turm macht sich das besser. Ja, wir haben gerade noch ein bisschen was gemacht, aber wir hatten wieder Standbild, deswegen ist das jetzt weg. Du kannst ja auch kurz den Kartenabschnitt zeigen. Ja, wir waren im Grunde habe ich mich jetzt im Turm geportet und bin dann im Bronnenraswald gewesen. Und da oben. Und hier oben. Hier oben war alles voller Maxidurian und ein Grog. Also wenn man Maxidurian fahren möchte, kann man sich beim Fironeturm gleich hier so rüberflattern. Da sind auch zwei Exalfos gewesen. Dann bin ich hier runter. Hab mich da ein bisschen umgeschaut, war im Endeffekt nur Stuff, also nur waren da ein paar Pilze, ein paar Kröten, ein Krog war hier vorne noch, also ja. Nichts Besonderes. Und wir haben Blutmond. Ja. Den warte ich noch ab. Aber weil es da so viele Maxidurians gab, haben wir da halt auch einen Kochtopf hingesetzt als Markierung. Genau. Ich wollte mich jetzt gerne hier weiter umsehen. Ich dachte, du wolltest hoch zum... Ja, und dann da hoch. Zum Burrito-Dings. Zum Burrito, genau. Beziehungsweise, da bin ich ja dann ziemlich weit unten. Wäre nicht so sinnvoll hier hoch und dann, na doch, eigentlich schon. Doch, das machen wir. Wenn der Blutmond vorbei ist, weil da unten ist nämlich auch alles voller Exalfüße. Hip.
mich zu erinnern, dass hier vielleicht ein, zwei Schätze waren. Das ist auf jeden Fall Octoroks, zwei Stück. Ja, wieso? Das war nicht der Deal. Alles voller Mistkröten. Noch einer. Alter. Alter. Nerven mich alle. Oh, cool. Hätte ich echt nicht gedacht, dass du das den so. Das hätte ich auch nicht gedacht. Das Zeug, was die da haben, willst du nicht? Nee, es sind so Luftströme, die nach oben führen. Ja, das, was die jetzt gedroppt haben. Achso, doch, das will ich mir holen. War da noch ein Schatz im Wasser? Wollte ich gerade gucken. Nö. Nix Schatz. Dann geht's weiter. Aber ich glaube, unter den Platten waren nicht nur Luftströme. Sicher? Ziemlich. Mal gucken. Ja. Käfer. Guck hier wieder nicht ran. Vielleicht. Ah, cool. Also mit Springen geht's. Rüstungskäfer besitzt einen äußerst robusten Panzer. Kocht man ihn mit Monsterzutaten, erhält man eine Medizin, die die Muskeln stärkt und somit die Abwehr steigert. Na. Das hat sich doch gelohnt. Also ranschleichen, aufstellen, springen und dann einsammeln. Ja, aber auch nur, wenn es die Höhe zulässt, ne? Da ging's noch. Die anderen waren alle weiter oben. Ja. Bei denen wir es versucht haben. Da sind sie. Oh, 61, das ist auch nett. Luftstrom. Ach nee, Pyramagus habe ich keinen Bock. Du? Jo. Genau, immer schön gegen das Mikro hauen. Ja. Gut, das hier so jetzt erledigt, hätte ich nicht gedacht. Wieso nicht? Hm, hätte ich nicht gedacht. Boah, ich bin's von Shin Megami Tensei gewöhnt, dass ich mit dieser Schultertaste hier schneller laufe. Deswegen gehe ich jetzt immer in den Bogenmodus, wenn ich schneller laufen will. Die ist zwar jetzt weg, aber es könnte auch was drunter sein, würde ich sagen. Wer ist weg? Die Platte ist nicht mehr da drauf, aber da drunter könnte ja trotzdem was sein. Die ist doch noch drauf. Nee, nicht auf dem Ding. Ah, Alter. Das hat gelohnt. Ja. Den brauchen wir nicht. Sag ja, da war nicht nur Strömung drunter. Da dürfte wieder eine drunter sein. Ups. Da hinten ist auf jeden Fall noch eine Rübe. Ja. Ein Schatz.
Okay. Hat sich gelohnt. Ist gut, dass ich zurück bin. Ja. Dann jetzt von ihm. Genau in die Bombe rein. Ja. So aus, als hätte er sie gefressen. Ja. Da ist noch ein Lager. War da schon? Mach doch erstmal die anderen Platten weg. Ich guck doch nur, ob wir da schon waren. Aber das dürften Luftströme sein. Monster. Toll. Die haben ein Auge auf dich geworfen. Ja. Ja, der bringt's nicht. Ich glaub, das war's. Ja. Hattest du den Stein schon? Das, oder nee, das war der Truhe, ne? Was, wo? Da. Eine Truhe. Oder ist Stein. Achso, okay. Hast du so eine Truhe, meinst du? Ja, nee. Was ist mit dem Ding? Das wäre aufgefallen, da war ich schon. Achso. Ich würde sagen, da drüben waren wir noch nicht. Das wäre natürlich sinnvoller. Von hier irgendwie, ne? Du könntest natürlich, wenn du bei der Burrito-Schlucht durch bist, willst du dich ja wahrscheinlich sowieso wegporten. Ja. Dann kannst du dich da unten hinporten und dann da hochlaufen. Ja. Geh mal lieber da hoch, dann habe ich es leichter, rüber zu flattern. Jetzt auch den Luftstrom nehmen können. Theoretisch ja. Nein, nein. Geht's auch. Hab die doch gerade getötet, wie sind sie denn schon wieder da? Weil die feiern wollen, wegen dem Blutmond. Schon wieder alles. Ja, da war ja was. Hast recht. War ja was. Was willst du jetzt nochmal da drüben? Wieder weiter. Hey. Wird hier seine Waffe, wie dumm. Naja. Hätte gehofft vielleicht, dass die Maxi-Dolian wieder da sind. Wieso nicht denn? Zufrieden? Ja. Ich glaube nicht, dass sie wieder da sind. Hallo. Da, wo der Leune ist, wo ich gerade bin. Ne, gut. Da ist aber auch einer. Leune? Ja. Sicher? Nö. Ne, ein Hinox ist da. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass da irgendwas ist. Ich wusste, dass hier noch irgendwo ein Hinox ist. Dann passt es ja. Hinox war Schwert, ne? Ja. Willst du den machen? Ja, mach du den mal. Der Kater belagert mich hier gerade zu sehr. Und der ist nur rot, den schaffst du. Ja, eine schöne Zweihandwaffe, die wir nehmen wollen. Den Spalter hier. Oder das Eisschwert. Hm.
Ja. Zweimal blinzeln und der ist kaputt. Meinst du? Ja. Einmal durchdrehen, wenn du ihn gut erwischt. Okay, vielleicht auch zweimal. Warte, macht auch gut Schaden. Der Bogen. Ja. So, schon erledigt. Oh, geil. Das nehmen wir natürlich mit. Das hat sich aber fett gelohnt. Bildchen machen. Haben wir den noch? Den haben wir doch schon. Okay, ja. Zwei Hände. Ja. Ja, okay. Aber noch was. Was war das denn noch? Ach, den haben wir auch schon den Bogen. Und noch ein Einhandschwert. Das schmeißen wir weg. Ja. Was noch? Meine Einheitwaffen wollte ich eigentlich nicht wegkloppen. Weiß Schwert. Also nimm doch erstmal den Königszweihänder damit. Ja, aber das Schwert will ich auch haben. Wieso hast du jetzt den Königsbogen weggeworfen? Weil der besser ist. Ja, aber wir haben doch noch einen Platz frei. So viel dazu. Kannst gleich ausrüsten eigentlich. Ja. Aber das Schwert möchte ich auch gerne mitnehmen. Den Hammer? Den könnten wir mal wieder durch einen normalen Hammer ersetzen. Das ist ein normaler Hammer. Also durch einen unbeschädigten. Mhm. Ich glaube, der macht nämlich nicht mehr lange. Gut möglich, wir haben den auch schon öfter jetzt benutzt. Dann rüste ich erstmal. Das Masserschwert als schwächste Waffe ist auch geil, ne? Oh. Daneben. Ich glaube, links lag auch noch irgendwie was. Hinter dem rechten Baum. Hinter dem da. Rübe. A Rübeli. Ein paar Maxi-Lorian. Rübezahl. Das war jemand anderes.